Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und neben mir sitzt die. Selina, Hallo Selina. Das Thema, was wir jetzt noch haben, hi. ist das Thema Wunscherfüller. So, und ich will einfach da nochmal auf eine ganz wichtige Komponente hinweisen. Was denkst du, was passiert, wenn man vor etwas Angst hat? In Richtung Thema, in Richtung Wunsch, Nee, in also gar dem, nicht überhaupt. Also wenn du ach so, jetzt Angst allgemein. allgemein, also angenommen, jemand hat Angst vor Spinnen als Beispiel, Okay. was denkst du, was das mit demjenigen macht? Angst ist halt ein sehr schlimmes Empfinden, finde ich. Also Ja. es zieht dich wirklich extrem runter, sagen wir mal so, oder beklemmt dich ein oder erdrückt dich. Und ja, das sind halt die Folgen von Angst, finde ich. Also es kommt auch noch darauf an, wie hoch die Angst ist, also die Grad, Wie wie stark, weit, wie ja? stark, ja, genau. Und dann kommt es auch noch darauf an, ne? Ja. Wie groß ist deine Angst? Genau. Und das ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Aussage, deswegen habe ich dich auch gefragt. Angst ist eigentlich ein ganz großer Wunscherfüller, ist kein Scherz. Also wenn ich zum Beispiel Angst habe, Okay. vor Spinnen als Beispiel, das löst ja eine animalische Haltung aus, das ist ja gar nicht mehr so selten. Dann setze ich da unheimlich viel Energie ein. Und wir hatten das schon mal gehabt in einem Thema, dass ich gesagt habe, wenn wir zwei jetzt kämpfen würden, würde man wahrscheinlich Blitze hier sehen, die sich dementsprechend auch bewegen. Wir müssen noch mal gucken, ob unsere Mikros, weil ich hatte eben da was blinken gesehen, aber alles gut. Alles gut, ja. Alles gut. Weil es ist eine unheimliche Energie, die wir haben. Und du hast das Okay. eben so schön beschrieben, wo du gesagt hast, ja, wenn man Angst hat, dann hat man auch eine dementsprechende Energie. Und da muss man gucken, wie man damit umgeht. Also so mag Ja. ich das formulieren. So. Und die Komponente, die wir letztendlich haben, ist, dass vielen nicht bewusst ist, dass die größte Angst der größte Wunscherfüller ist und sie meistens in ihre Wünsche so, ach, ich hätte mal gern. Also, ne, das ist so, Okay. die Angst ist total täglich in einem wohnhaft. Also das heißt, wenn jemand Angst vor Spinnen hat, dann checkt er eigentlich unbewusst immer ab, ob es irgendwo eine Spinne gibt. Ja, so, und Spinnen lassen sich auch wirklich anziehen. Also die sind im Regelfall, wollen die ja wirklich ihr eigenes Ding machen. Also die wollen ja überhaupt gar nicht, dass wir sagen, oh, hallo, herzlich willkommen in meinem Zuhause, wie Die schön, haben dass du eigentlich da gar bist. keine Lust auf Ja, uns, ja. ne, genau, die haben im Grunde genommen gar keine Lust auf uns, aber sie haben wirklich eine Resonanz zu unserer uranimalischen Haltung. Und wenn man es psychologisch betrachtet, und das ist eigentlich das, also ich sag mal esoterisch-psychologisch, so mag ich das formulieren, bedeutet Spinnenangst wirklich, dass man sich an frühere Inkarnationen erinnert. Also man hat ein Déjà-vu, aber man kennt die Bilder nicht dazu. Okay. Also dieses Krabbeln, dieses Bewegen, man sagt ja auch gerne, es hat was mit der animalischen Mutterhaltung zu tun. Also wenn da schon ein gewisser Konflikt ist, den wir ja auch schon mal besprochen haben, wo wir aber auch in anderen Sondersendungen noch viel tiefer drauf eingehen, weil das ein riesiges, umfangreiches Themengebiet ist. Gerade Okay. das Elternhaus in der Prägungssituation, super spannend. Ja. Aber diese Spinnengeschichten sind tatsächlich auch nochmal Erinnerungen aus früheren Inkarnationen, zum Beispiel auch von Hinrichtungen oder so. Auf einmal hast du diese ganze Energieschwallung. Also wenn du zum Beispiel in einem früheren Leben zum Beispiel hingerichtet wurdest, als Beispiel, also ist es meistens, das habe ich übrigens mal eruiert, das ist jetzt ein bisschen abweichend vom Thema, mag ich aber trotzdem kurz erwähnen. Also ich hab das lange Zeit recherchiert, weil mich hat es interessiert, wann setzt sich ein Schock? Okay. Ja, setzt er sich in dem Moment, wenn zugestochen wird, oder setzt er sich vor? Es ist tatsächlich so, wenn ich weiß, und das ist meine also Analyse dessen gewesen über viele, viele Jahre Recherche, wenn ich weiß, dass ich umgebracht werde, also wenn ich weiß, es wird passieren, also Ja. es ist unausweichlich, öffne ich eigentlich die Aura und da sitzt der Schock. Nicht beim Zustechen. Da Ah, habe ich okay. eigentlich schon unbewusst eine Bereitschaft zu. Also ich ergebe mich dem Ganzen, Ja. interessanterweise. Und diese Schocksituationen werden häufig gar nicht aufgeräumt. Und wenn du Okay. jetzt mal eine Inkarnation gehabt hast, da warst du unter der Guillotine, dann bist du mal gekreuzigt worden, dann hat irgendjemand dich umgebracht, weil er einfach Bock drauf hatte. Es gibt ja die kuriosesten Geschichten. Und du hast das alles nicht verdaut, dann kann das sein, wenn du so eine animalische Spinne siehst, dass diese Energie geballt in dir hochkommt und dann gibt es wirklich Menschen, die sind wie gelähmt. Die wissen Das gar nicht, was stimmt. sie tun Die sollen. kriegen keine Luft, die kriegen Ja, Panikattacken, das ja, ist schon ja. heftig. Ne, und rein psychologisch, die ja im Grunde genommen, die Psychologie endet ja
Im Geburtsprinzip, wenn wir es so wollen, oder sagt vielleicht noch, vielleicht zum Mutterleib irgendwie was während, aber die gehen ja nicht in frühere Leben. Aber wenn du das aus der Perspektive betrachtest, dass es wirklich mit früheren Leben zu tun hat, dann bringt das auch nochmal eine andere Perspektive, weil mir ist immer wichtig, wenn jemand in so eine Schockstarre verfällt, dass der wirklich weiß, boah, das ist, hier ist was. Also, dass das nicht ignoriert und jemand sagt, ach Mensch, Kind, reg dich doch nicht auf, das ist doch, wir müssen doch damit leben und, sondern dass man wirklich hingeht und sagt, oh Gott, da ist tatsächlich was, ja. Und man kann das eruieren, auflösen. Und man kann das auch, wenn man jetzt nicht zu einem Berater geht, wie jetzt zum Beispiel zu mir oder so, wo man dann nochmal in die Tiefe geht und das alles auflöst und so, kann man auch schon selber einen Teil lösen, indem man sagt, okay, alles klar, ich beruhige mich. Also das heißt, ich gebe mir jetzt eine Sicherheit. Ich stelle zum Beispiel meinen inneren Kämpfer auf und weiß, ich bin im geschützten Rahmen. Ja, und dann reagiere ich auch und sage, ich weiß, diese Spinne wird mir nichts tun. Ja, weil die überhaupt gar kein Interesse hat. Also Spinnen setzen sich nicht dahin und sagen, lass uns mal einen Talk halten. Also, ja. Oder ich will dir was antun, ja. Ne, genau. Nee, nee, das wollen die nicht. Also Ja, das eben. ist auch so, es ist ja auch immer wieder, das finde ich auch ganz lustig, es gibt ja so die Devise, dass man sagt, wenn man mit offenem Mund schläft, also viele Menschen tun das ja in der Tiefschlafphase, Dass die reinkrabbeln, dass sie reinkrabbeln, also die haben da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. ne? Also das ist ja mittlerweile auch schon immer mal wieder, wird das ja wissenschaftlich durchleuchtet und ich finde das immer ganz spannend, wenn man das dann tatsächlich liest. Ich meine, passieren kann immer irgendwas, aber im Regelfall wollen die das nicht. Also die haben ja auch vor uns selber Angst. Ne? Also die leben halt gern bei uns, weil wenn es draußen uselig ist und die finden hier eine Lücke, ne, und die können sich ja klein machen, bis zum geht mal irgendwo reinkrabbeln, ne? Und dann finden die das toll. Ne? Und vielleicht, hier ist bestimmt auch irgendwo, Irgendwo eventuell, ist keine Ahnung, bestimmt. ne, die sich das dann zuhören und sagen, oh, guck mal, was sie da machen, wie spannend, wie interessant. Ne, Wie so muss schön. man das mal sehen. Und übrigens in der Magie, also es gibt auch tatsächlich Spinnen, die im Charaktersymbol auch ein bisschen negativ sind. Die gibt es tatsächlich, also schicke ich auch mal raus, die mag ich nicht. Das bezieht sich jetzt nicht auf eine Rasse. Aber ich sage das mal, in der uralten Magie, und jetzt werdet ihr wahrscheinlich euch kaputt lachen, aber das ist tatsächlich so, in der uralten Magie hat man zum Beispiel Spinnen als Spion benutzt. Also das heißt, man hat. Wahnsinn. Ja, also in der uralten Magie geht das ganz anders. Wir werden ja auch eine Sondersendung über Magie halten, auch super spannend. Und da war es halt wirklich so, dass man mit diesen Tieren Kontakt aufgenommen hat als Magier. Also man hat die sich im Grunde genommen rangezüchtet, dann hat man die dort platziert und hat denen, also weil man mit denen im Verbund war, die quasi als Spion genutzt. Dann haben die sich das wirklich angeguckt und man konnte über deren Augen Informationen empfangen. Ist kein Scherz. Nur, Wahnsinn. heute machen wir das ganz einfach. Wir benutzen nicht mehr die Spinnen dafür, sondern wir gehen irgendwo in ein Haus und setzen einen Spion oder ein Sender-Empfänger-Prinzip ein und dann funktioniert das. Ne? Also deswegen, ne, das mag jetzt für euch ein bisschen skurril sein, aber wenn man drüber nachdenkt, macht das natürlich auch Sinn. Aber wir wollten ja auf unser Thema der Wunscherfüllung. Und das ist mir so wichtig. Es ist immer wichtig, Zieldefinition zu haben. Also Menschen, die ziellos sind, die sich ergeben haben im Lebensrhythmus, denen fehlt die Basis der Freude, der Dynamik, des Glücklichseins. Ja? Und wir brauchen Ziele. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ein Auto ist ein Ziel, also auch wenn es materielle Güter sind und, wirst du deine Ziele erreichen. Wenn du allerdings eine sehr starke Angst hast, ist das der größte Wunscherfüller. Und da müssen wir immer gucken, dass wir uns damit nicht zu stark in eine Richtung katapultieren, die für uns einfach nicht gut ist. Also da müssen wir wirklich drüber nachdenken, was entspricht uns, was brauchen wir, was tut uns wirklich gut, um eine Basis zu finden. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Also von daher haben wir eine große Komponente, die wir investieren können und wir sollten in unsere Wünsche jeden Tag Energie investieren, meine Lieben. Mindestens 7-mal am Tag drüber nachdenken, ob das jetzt der Wunsch nach Partnerschaft ist, der Wunsch nach finanzieller Ausgeglichenheit, der Wunsch, dass irgendetwas positiv läuft. Je positiver wir Energie in eine Sache investieren, desto eher können wir damit rechnen, dass Das es gut passiert. funktioniert. Und wenn wir vor etwas Angst haben, bitte immer eruieren, woher kommt die Angst? Würde ich auch sagen. Ja, genau. Und ich glaube, damit haben wir erstmal zu dem Thema auch genug präsentiert. Wir danken euch fürs Zuschauen. Bis bald. Macht's Bis gut. bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.